Hier bei mir an meiner Seite ist heute Dietmar Krössing. Er ist bekannter Erfolgsmacher und Autor. Gebürtig ist er aus Kärnten und in Zukunft zu Besuch im Zentrum in Jungburg. Ich bin schon ganz gespannt, Dietmar, was du zu erzählen hast heute. Was wirst du jetzt genau mit deinem Programm hier in Jungburg in Zukunft machen? Also mein Programm ist hier sehr weit angelegt. Das wird ja nicht nur eine Veranstaltung sein, sondern insgesamt ist eine Trilogie geplant. Also wir werden drei Veranstaltungen machen. Die erste beginnt hier am 3. März. Und in dieser ersten Veranstaltung, die heißt The Next Level. Und ja, der Name ist auch Gesetz. Da geht es einfach darum, dass ich die Erfahrung gemacht habe im Laufe jetzt meiner 20-jährigen Geschichte in diesem Bereich, dass viele Menschen, oder ich glaube, die größte Gefahr, die da draußen lauert für uns Menschen, ist in Wirklichkeit der Alltag, wo wir einfach vergessen, was unsere Potenziale sind, unsere Möglichkeiten in dieser Welt sind. Wir beginnen damit, einfach unsere Ziele zu nivellieren. Und da ist es manchmal schon sehr hilfreich, wenn einfach jemand vorbeikommt, der dich daran erinnert, wer du bist, was alles geht, welche Potenziale, welche Möglichkeiten in dir schlummern. Und das reicht manchmal schon, dass die Menschen einfach aufmachen, ihren Geist öffnen, ihre Potenziale öffnen, da vielleicht nach dieser Veranstaltung, das wäre mein Wunsch, rauslaufen und ganz eine andere Performance auf die Straße bringen. Der zweite Schritt, also die nächste Veranstaltung, ist dann kurze Zeit später, am 28. April. Dort wird der Titel lauten, finde deine Bestimmung. Also da wird es darum gehen, den Menschen einfach zu zeigen, dass in uns Potenziale eingelagert sind, in dir, in mir, in jedem Einzelnen Talente, Möglichkeiten, Potenziale. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es für diese Einzigartigkeit Mensch, die wir sind, tief in unserem Kern unseres Wesens, so etwas wie ein Gegenstück in der äußeren Welt gibt. Also etwas, das wir mit dem Leben tun könnten, bei dem ein Großteil dieser inneren Attribute zur Entfaltung gelangt. Und wenn das passiert, dann erleben wir im Leben da draußen etwas, das fühlt sich an wie Flow. Dann ist Arbeit nicht mehr wie Arbeit, sondern ein Schaffen, bei dem du einfach etwas tust, was dir wirklich Freude bereitet. Und das glaube ich einfach, dass das für jeden Menschen da draußen reserviert ist. Und das, wie gesagt, ist mein zweiter Vortragstitel, finde deine Bestimmung. Und im dritten Titel, das findet dann statt am 9. Juni, da machen wir das Thema Meistere deine Gefühle. Und das ist dann sozusagen die Königsdisziplin, weil ich glaube einfach, dass wenn du imstande bist, deine Gefühle zu handeln, zu managen, wenn du es schaffst, dass du dich nicht mehr runterziehen lässt von Gefühlen wie Angst, Frustration, Zweifel, Besorgnis, dann kriegt dein Leben automatisch eine andere Performance. Und das ist die Trilogie, auf das steuern wir hier zu. Und dass das in dem Rahmen stattfindet, ist natürlich für mich eine große Ehre, weil es wirklich wunderschön ist. Also ich bin schon in sehr vielen Veranstaltungsräumen gewesen, aber das, was hier in Judenburg ist, ist wirklich einzigartig. Ja. Und das ist eine große Ehre für mich, da zu sein. Das Zentrum Judenburg ist wirklich beeindruckend. Verrate uns jetzt aber, ist diese Trilogie eigentlich nur etwas für Personen in Führungsebenen oder kann jeder kommen, der sich dafür interessiert, der auch versucht, seine Motivation zu steigern? Also überhaupt nicht nur für Führungskräfte, weil ich sage immer, auch Führungskräfte sind in erster Instanz Menschen. Und es geht um Menschen und das aus jedem Couleur, aus jeder Altersschicht. Es geht darum, dass ich glaube, schau, ich habe einfach gemerkt, jeder Mensch hat irgendwo ein Thema. Wenn er ehrlich in sich reinspürt, wird jeder Mensch draufkommen, dass ich erlebe sehr, sehr oft, dass man manchmal mit Menschen zu tun hat, die schieben eine Bugwelle des Erfolges, des Charisma vor sich her, dass man sich denkt, wow. Und wenn man mit den Leuten näher spricht, kommt man drauf, jeder, wirklich jeder, hat da draußen sein Thema. Der eine laboriert vielleicht daran, dass er zu wenig Geld hat, der eine mit mehr Geld laboriert daran, dass er keine Haare mehr am Kopf hat. Also irgendwie hat jeder sein Thema und ich glaube, jeder hat auch das Thema der permanenten Entwicklung, das er nicht verabsäumen dürfte. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass viele Menschen in Führungspositionen zwar 1A positioniert sind, wenn es darum geht, Spitzenumsätze zu lukrieren, aber zum Beispiel im Partnerschaftlichen ein unglaubliches Defizit haben, im Gesundheitlichen ein großes Defizit haben. Und ich habe halt gemerkt, die große Kunst ist es wirklich, die Lebensbereiche in sich zu vereinen und in eine schöne Harmonie zu bringen. Und nur dann habe ich überhaupt die Chance, in einem glücklichen Bereich jemals in mein Leben angesiedelt zu sein. Also, um deine Frage zu beantworten, ich hätte es kürzer auch machen können, aber es ist für jeden gedacht, so viel ja. Dazu. Ja. Das ist schön, es ist für jeden also gedacht, aber wie war das bei dir selbst? Warst du immer schon sehr eifrig, deinen Erfolgen nachzuarbeiten oder hat sich das irgendwann entwickelt? Wie bist du dazu gekommen, ja, jetzt andere Frage. Zu motivieren? Spannende Frage, ja. Also, wenn ich so drüber nachdenke, bei mir war eigentlich der Auslöser, und damit will ich auch wieder Menschen Mut machen, dass ich alles so in der Richtung drehen kann. Ich habe damals, damit meine ich vor über 20 Jahren, ein extremes
Problem für mich selber einfach gehabt, mit dem ich einfach nicht klargekommen bin. Und ich habe damals versucht, das in Büchern zu analysieren und für mich irgendwie herauszufinden. Und ich habe gemerkt, es sabotiert mich in allen möglichen Bereichen meines Lebens. Und ich habe damals eine Empfehlung bekommen, 1993 das erste Mal, und bin da zu Anthony Robbins gekommen, also zu einem amerikanischen Mentor in dem Bereich. Und von da an begann eine sehr spannende Reise. Und wie ich gemerkt habe bei mir selber, was sich innerhalb von knapp einem Jahr alles verändert hat, war für mich der Gedanke geboren, das Wissen darf nicht bei mir bleiben, sondern muss raus. Ja, und aus dem hat sich jetzt eine ewig lange Geschichte entwickelt mit insgesamt über 7 Bücher, die ich geschrieben habe, über 100 Stunden Audiomaterial, über 50 Stunden Videomaterial. Und alles dient im Grunde nur einem Zweck, Menschen aufzurütteln, wachzurütteln, ihnen ein Gefühl zu geben von, da geht noch was. Das heißt, du bist jetzt in deinem Flow. Kann man absolut so sagen. Kann man so sagen. Okay, ich habe auch gelesen auf deiner Homepage, neben den Büchern, die du verfasst hast, die Vorträge, die man besuchen kann, man liest von Zehntausenden, also das sind schon viele über 20 Jahre, die du begeistern konntest, die ihre Erfolge steigern konnten, die nachhaltig ihre Lebensqualität erhöhen. Verrate uns, reicht es einmal, einen deiner Vorträge zu besuchen, oder ist es gut, wenn man immer wieder mal kommt? Hast du auch länger Kontakt mit deinen Teilnehmern? Das ist eine super Frage und ich freue mich darauf, dass du das stellst, weil ich glaube, genau in diesem Punkt unterscheide ich mich eben zum Mitbewerb. Ich habe ja 96 bereits, also vor über 20 Jahren, begonnen mit Seminaren. Und ich war damals sehr gut aufgestellt. Also wir haben mit Raiffeisenbank, Kreditanstalt, Merkur, Billa. Ich war beim Rewe-Konzern fast über 2 Jahre hindurch sowas wie der Haus- und Hoftrainer. Und ich habe eine Erfahrung gemacht und die hat mich damals sehr demotiviert als Trainer, als Speaker, als Coach. Und das war, die Leute sind gekommen, waren begeistert, haben 2 Tage danach geglaubt, sie können die Welt aus den Angeln heben, und es war nicht bleibend. Auch wenn da jemand kommt und glaubt, er hört sich 2 Stunden meinen Speech an, geht danach raus und alles verändert sich, das wäre eine Lüge. Das, was ich hier tue, ist eine Inspiration zu liefern, die Menschen mal ein bisschen wach zu rütteln, für das Gefühl zu öffnen, dass sie sagen, da geht noch mehr in dieser Welt. Und wenn Sie dieses Gefühl haben, dann kann diese Reise beginnen, die bei mir begonnen hat, bei anderen begonnen hat und die sich da im Laufe von Monaten, im Laufe von Jahren zu einem wirklich ganz, ganz neuen Resultat hochschaukeln kann. Sehr interessant, auch die Zusammenhänge mit der Gesundheit. Was mich jetzt natürlich schon noch interessiert, ich meine, genug Fragen, die ich noch stellen könnte, aber ich glaube, jeder Interessierte sollte einfach deine Trilogie, deine Vorträge besuchen. Persönlich, bei dir, wie schaut es aus? Ist es schwierig, sich selbst immer zu motivieren? Also um die Frage zu beantworten, wie motiviere ich mich, muss ich nicht, weil es etwas in meinem Leben gibt, das mich wirklich nach vorne treibt, das mich begeistert, das mich inspiriert. Es sind immer wieder neue Projekte in diesem Zusammenhang. Also ich habe die letzten 4 Jahre jetzt am weltweit umfangreichsten Filmprojekt zum Thema Motivation gearbeitet, wo übrigens auch ein Kind dieser Region hier dabei ist, der Christian Schiester, der da auch mitgewirkt hat in diesem Filmprojekt. Und das ist meine Motivation jetzt über die letzten 4 Jahre gewesen. Und man geht aus einer Geschichte raus und der Schöpfer gibt dir wieder eine neue Geschichte mit in den Geist. Und das ist jetzt wieder ein neuer Traum, eine neue Vision, die mich jetzt gerade aktuell beseelt, die mich die nächsten 2 Jahre sicherlich im Griff haben wird. Und ich glaube, dass das für jeden vorgesehen ist. Ein Bild, eine Idee, ein Ziel, ein Wunsch, den wir nicht einmal suchen müssen. Und ich bringe den auch nicht zu den Leuten, sondern ich zeige ihnen Techniken, wie sie das, was ohne dies in ihnen eingeschrieben ist. Weil ich glaube, in jedem schlummert diese Idee, dieser Traum, wie ich mein Leben entflammen könnte. Ich zeige einfach nur Techniken, wie wir da reinkommen können, wie wir das freisetzen können. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir keinen mehr von außen, der sagt, mach, tu, geh. Keine Incentives, keine Bestrafungssysteme mehr, sondern einfach ein Mensch, der von sich heraus gerne tut, was er tut. Also wir sind leider am Ende angelangt. Das heißt, ich hätte noch genug Fragen oder Dinge, die mich interessieren würden. Und ich glaube auch die Kanal 3 Zuseher und Zuseherinnen. Aber es ist einfach wichtig, dass Interessierte sich das dann selbst ansehen. Ich würde mit dir jetzt noch gern den Kanal 3 Wordrap durchführen. Das heißt, ich gebe dir ein Wort und du das Erste, was dir dazu einfällt. Lebensphilosophie. Freiheit. Lebensmotto. Spaß. Inspiration. Antrieb. Zukunft. Freude. Dietmar, es war total spannend, dir zuzuhören. Dankeschön. Ich bin wirklich interessiert, werden wir die Trilogie hoffentlich anschauen können. Super. Und ja, für dich und deine Inspirationen in Zukunft alles Gute. Danke auch für deine Fragen. Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.